Ja, hallo Freunde, bin wieder am Start, frisch von der Horror-Snowboard-Erfahrung, aber war auch wieder total geil. Aber dazu ein andermal mehr, wie ich mich aus dem Tiefschnee ausgegraben habe. Aber gut, ich als junger weißer Mann werde jetzt mal hier was, habt ihr mir geschickt, danke dafür, von Was Tara sagt, heißt der Kanal offensichtlich, steht mal ja hier. Instagram werde das auch mal verlinken unten. Und zwar geht es um weibliche und männliche Energien, wo ja die woke Bubble sagt, das gibt's alles gar nicht. Ne? Ich habe das ja hier in meinem letzten Buch Feuer und Flamme thematisiert, auch mit Forschungsergebnissen. Sie wird gleich sagen, es gibt ja gar keine Forschung. Ist ja auch schön, wenn man sagt, es gibt keine Forschung, aber es dann auch nicht, beziehungsweise die Forschung, die dann belegt, dass Männer und Frauen zu 100% gleich sind, wird ja auch nicht angesprochen hier, aber gut. Ich versuche mich nicht zu sehr triggern zu lassen, ist es, glaube ich, absoluter Hardcore. Aber genau, ich will ja niemanden roasten, einfach nur meine Meinung sagen, weil ich finde, dass dieses Woke unser Datingleben zerstört, komplett zerstört, ist meine Meinung. Und schau mal rein. Es tut mir leid, ich muss jetzt mal hier ein bisschen die Party crashen. Weibliche und männliche Energie ist ein absoluter Scam. Es existiert nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Jeden Tag. Ja, wo? Wo? Also, wo hat sie das her? Also, ich meine, das wird immer wieder, es ist ja auch keine Minderheitsmeinung, das ist ja gerade die Mehrheitsmeinung, dass Männer und Frauen zu 100% gleich sind, außer dass dann in diesem auch natürlich Männer auch immer irgendwas Schlechtes haben und immer Patriarchat, auch wenn das ist egal, es wird auch in 10.000 Jahren noch so sein, so ungefähr. Also wird auch immer gar nicht belegt und gar nichts, aber naja gut, kommen wir mal weiter. In der Zeit gibt es viele Frauen, die in ihren männlichen Energien sind. Zu tun, wenn dein Partner in der femininen Energie ist. Du einfach zu viel in der männlichen Energie. Weißt du, warum so viele Frauen in der männlichen Energie sind? Also wenn dir irgendein Bali-based Langhaar-Hippie erklären will, dass er deine Beziehung rettet mit 3 Videocalls im Monat für 1000... So, erstmal wieder Coaching-Szene gebasht. Also ich will euch mal eins sagen. Versucht mal einen Paartherapeuten zu finden. Versucht mal einen Paartherapeuten zu finden, der mit euch das Thema Polarität bespricht. Viel Spaß dabei. Also, was sie jetzt so sagt, was hier so Usus ist, ist überhaupt nicht Usus. Ja, klar, wenn du jetzt dir ein Coaching holst bei meinetwegen irgendeinem Bali-Typ, okay. Aber jetzt so ein Standard-Paartherapeuten, die trauen sich das in aller Regel gar nicht, weil das so verpönt ist. Und ich habe das ja in meinem Buch versucht darzulegen. Also erstmal geht es immer bei weiblichen und männlichen Energien geht es nur um den Dating-Bereich. Das muss man sich immer wieder klar machen. So, ne? Es geht nur um den Dating-Bereich und es geht auch nur darum, wie du dich wohlfühlst. Niemand will irgendjemand irgendwas erzählen. Ich sage das ja auch in meinem Buch. Eine Frau kann auch in der männlichen Polarität daten, Mann in der weiblichen Polarität, ist alles so gut. Nur die meisten oder viele Menschen haben ein Problem damit, weil sie nicht mehr so daten, wie sie sich wohlfühlen, weil die Gesellschaft ihnen was anderes sagt. Ne? Das ist ja, und was sie hier sagt, ist die Mehrheitsmeinung. Es wird immer so getan, als wenn es die Minderheitsmeinung gewinnt. Das ist der Mainstream und der Mainstream liegt falsch. Sorry, nicht, dass ich hier so hart sagen muss. Und das ist da, also dass da keine Belege für gibt, was, glaube ich, gleich kommt, ist auch falsch, weil ich möchte die Studie sehen, die groß angelegte Studie, die sagt, Männer und Frauen sind komplett gleich, ja, in bestimmten Aspekten vielleicht. Natürlich haben wir 99,999% der Gene sind vielleicht gleich, keine Ahnung. Aber das, was wir männliche und weibliche Energien nennen, klar, es ist auch irgendwie ein Konzept, da kann man auch anderer Meinung sein, aber es wird eben auch viel vermittelt über Sexualhormone, und das lässt sich wissenschaftlich 1a belegen, dass auch Männer, die zum Beispiel viel weibliche Sexualhormone haben, dann auch feminin agieren, und Frauen, die viel Testosteron haben, agieren männlicher. Es ist so, es ist die fucking Forschung. Ey Leute, erzählt doch nicht immer aus anderer Sicht. 200 Euro, weil du zu sehr in deiner männlichen Energie bist und dein Mann leider deswegen mit seiner Sekretärin ins Bett musste. Ja, jetzt wird natürlich wieder auf Männern rumgehackt. Wer spricht denn das Thema Polarität an?
In der Paartherapie ist natürlich immer, wissen natürlich immer, die Influencer wissen natürlich, wie es läuft, haben ja auch schon tausend Paare gesehen. Wer spricht es denn an? Die Frau, nicht der Mann. Der Mann, also Männer sagen das so gut wie nie, dass ihre Frau nicht genug in der weiblichen Energie ist. Also beziehungsweise ihnen fehlen noch die Worte dafür, vielleicht würden sie es gern sagen. Frauen sprechen, grundsätzlich sprechen es Frauen an. Und auch hier wird wieder, der Subtext ist, Männer gehen fremd, Frauen gehen heutzutage, auch das wissenschaftlich belegt, Frauen gehen mehr fremd inzwischen. Ach, das riecht mir besser auf. Das ist Bullshit. Es gibt keine weibliche und männliche Energie. Ja, ist Quatsch. Wenn man das mal runterbricht, sehe ich immer das Gleiche. Was ist die weibliche Energie? Sich kümmern. Ist das nicht auch die männliche Energie, als Provider sich zu kümmern? Ja, also da würde ich sogar komplett recht geben. Und dann, da kommt sie auch auf einen Punkt, der immer schwierig ist, weil immer wieder fälschlicherweise angenommen wird, dass weibliche Energie irgendwas schwächlich ist. Das ist überhaupt nicht so. Das ist eine super taffe Energie. Das ist genau wie so wie der Tag nicht besser als wie die Nacht oder Blau nicht besser als Grün, ist nicht eine Energie besser. Und da würde ich dir vollkommen recht geben. Warum soll denn der Mann immer beim ersten Date bezahlen? Gut, das wäre für sie jetzt wahrscheinlich wieder zehntausende Jahre alte patriarchale Rollen. Ja, nee, weil, also erstmal, gut, das müsste man jetzt ausholen, warum Frauen aus Status gehen und warum das was mit dem Bezahlen zu tun hat. Schenken wir uns mal. Aber ja, es geht auch darum, dass der Mann sich auch um die Frau kümmert. Beide, das ist ja das Feiern der Polarität. Wer will denn immer das Gleiche haben? Willst du als männlicher Mann eine männliche Frau haben? Oder wer will das denn? Niemand, wirklich. Und man killt sich halt auch die, das ist ja meine These immer, man killt sich die Sexualität damit, ne? Weil ohne Polarität keine Sexualität auf die Dauer. Aber ja, würde ich dir sofort recht geben. Frau kümmert sich um den Mann, Mann kümmert sich um die Frau. Ja, natürlich. Ja, logisch. Und wenn man diese Leute dann auf anspricht, dann kommt immer nur, nee, du verstehst das nicht, das ist anders. Das Problem an solchen Konzepten ist, dass man es ja nicht beweist. Doch. Man kann es beweisen. Ist einfach falsch. Ist einfach fucking falsch. Sorry. Man kann nicht beweisen, dass es nicht gibt. Und deswegen macht es so viel Spaß. Doch, könnte man ja. Man könnte ja Forschung machen, die belegen, Männer und Frauen sind komplett gleich. Aber selbst, es ist nicht so. Es sind keine großen Unterschiede, aber du findest Persönlichkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Natürlich sind es Mittelwertsunterschiede und natürlich darf jeder machen, was er will. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles. Die Forschung steht hier auch drin, so ist auch hier benannt in Quellen. Das wird hier einfach nur behauptet. Es ist einfach nicht fucking nicht wahr irgendwie. Ne? Männer und Frauen haben, also in vielen Punkten sind sie natürlich gleich, logisch, aber haben auch unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Wie gesagt, in der breiten Masse, das kann man über eine Einzelperson, kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel aussagen. Und was die Forschung aussagt, habe ich eben schon gesagt, wird viel über Sexualhormone vermittelt. Ne? Also deswegen kann man sogar Verhaltensänderungen ablesen, zum Beispiel einfach nur bei Zyklusschwankungen. So, ne? Das ist, ich weiß auch gar nicht, wo man sich da so gegen wehrt. Ich raff's einfach nicht. Es ist für mich einfach echt sowas auszudenken. Deswegen haben Verschwörungsmythen so viel Platz in der Gesellschaft. So, das ist jetzt ein Verschwörungsmythen. Oh Gott. Also für mich ist dieses ganze Woke ein einziger Verschwörungsmythos. Wirklich. Also wie kann man denn, also der Subtext ist ja hier, das sagt sie nicht. Männer und Frauen sind komplett gleich. Wie kann man das sagen? Ey, das ist für mich Verschwörungsmythos. Also das ist das Offensichtlichste irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, mir fehlen da manchmal echt die Worte. Und ja, das sagt nichts über eine Einzelperson aus. Ne? Wie gesagt, es geht auch nicht um Arbeiten. Es geht auch nicht darum, wer den Geschirrspüler einräumt oder so. Es geht nur darum, wo man sich im Dating am wohlsten fühlt. Und das muss einem auch, das muss ich niemandem sagen. Das muss diese Tara niemandem sagen. Das muss einem überhaupt niemand sagen, auch kein Coach. Das kann nur du, die das jetzt hörst, für dich alleine rausfinden, wie du dich wohlfühlst beim Daten. Und das ist das Einzige, was ich sage. Fühlt euch wohl beim Daten. Und dann landen die meisten in ihrer Lieblingspolarität und stellen fest, vielleicht habe ich mir das nicht zugestanden, weil die fucking Gesellschaft mir einredet, dass es das nicht gibt. Also, ja. Gefunden. Glaubt an etwas, was nicht bewiesen werden kann. So, und das kann man ja machen. Man kann das ja für sich entscheiden. Aber bitte sucht nicht patriarchale Genderrollen zu. Ja. Also, ich weiß nicht, das ist für mich immer so ein Totschlagargument, deswegen, also alle sollen die Schnauze, also jeder Mann soll die Schnauze halten, weil das ist alles patriarchal und
kann das echt, also in unserer Gesellschaft hier, das mache ja woanders auf der Welt anders sein, kann ich das echt nicht, fällt mir schwer, das in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. Ich meine, Männer sterben 8 Jahre früher, sind mehr im Gefängnis, bringen sich mehr um, haben mehr Drogenprobleme, sind in der Schule schlechter, Frauen sind besser ausgebildet und. Also da könnte man jetzt eine riesen, ich weiß auch gar nicht, warum, also ich will es auch gar nicht, irgendein Geschlecht gegen das andere ausspielen. Ich weiß nicht, warum das immer wieder in dieser Bubble so gemacht wird, dass immer wieder auf Männer rumgehackt wird. Ohne Grund irgendwie, ne? Also, wenn man jetzt einen Grund vorbringt, aber hier ist ja kein Grund. Ne? Reframe, damit es sich für Gen Z irgendwie cooler anhört. Denn anstatt die Frau muss zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern. Ich feiere das so. Ich meine, ich sehe das gerade nicht so bei Gen Z, dass sie das machen, aber ich feiere das so, dass sie den Eindruck hat, dass das Thema mehr aufkommt. Genau ist das, was ich will. Genau das ist, was ich will. Und ich finde es geil. Und wenn Gen Z das übernimmt, fucking awesome. Man wird es jetzt weibliche Energie genannt. Nein. Einfach Patriarchat Reloaded. Es ist einfach ein Rebrand. Es ist so irgendwie 2023, das immer wieder diese gleiche Scheißkeule auszupacken, ey. Was, wie sollen sich da die Geschlechter annähern? Ich weiß, anstatt mach, was dein Mann sagt und kümmere dich um die Kinder, ist es jetzt in der weiblichen Energie, kann ich meinen Kuchen backen und endlich wieder ich selbst sein. Ja, sie hat es überhaupt nicht verstanden, muss sie auch nicht. Und sie darf auch, respektiere das, dass sie eine komplett andere Meinung hat. Aber ey, die hat, glaube ich, weiß nicht wie viel, zigtausend Follower. Und ich finde das, ich persönlich, es tut mir in der Seele weh, wenn sowas verbreitet wird. Back deinen Kuchen, mach das gerne, back deinen Kuchen, bleib zu Hause mit den Kindern, ist mir scheißegal. Aber bitte rechtfertige das nicht, indem du sagst, ich bin in meiner weiblichen Energie. Nein, bist du nicht. Du bist nicht in deiner weiblichen Energie, weil es gibt keine weibliche Energie. Wenn dann irgendwelche Leute kommen mit dir, falsch, Jägerin und Sammlerin, ja genau. Früher gab es auch Frauen, die gejagt haben. Es geht nur um den Dating-Bereich, das verschwindet hier immer wieder nicht verstanden. Offensichtlich arbeiten viele Frauen. Wir alle können ständig polarisieren. Es geht nur um die Lieblingspolarität beim Dating. Wenn eine Frau, es gibt so viele weibliche Jägerinnen jetzt, ist ja auch so ein Modeding. Ja, wenn du Tiere schießen willst, dann geh Tiere schießen. Ja, oder wenn du ein Unternehmen leiten willst. Also für ganz viele Berufe braucht man männliche Energie. Ja, und die kann man auch abrufen. Und deswegen will man trotzdem, wollen die meisten Frauen in ihrer Lieblingsenergie daten dann abends. Das ist völlig, es macht überhaupt keinen Sinn, das wird immer wieder gegeneinander ausgespielt. Darum geht es überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Es gab auch Männer, die gesammelt haben. Das ist so. Es gibt keine Alpha. Ja, also natürlich hat man sich die Arbeit geteilt und heute teilt man sich auch noch die Arbeit. Ja. Herdentiere, das ist ein Scam. Das stimmt. Also jetzt in der menschlichen Spezies über Alphas zu reden, als wenn wir Gorillas wären, ist falsch. Trotzdem gibt es offensichtlich auf Dating-Apps Alpha-Männer und Alpha. Also jetzt im Biologischen ist das der Begriff vielleicht nicht so geeignet bei Menschen, aber trotzdem, ja, auch da gibt es Forschung, dass die attraktivsten paar Prozent, dass sie ein absolutes Großteil der Likes einsammeln. Natürlich gibt es in diesem Sinne Alpha-Frauen, Alpha-Männer. Also die Dating, das gibt es ja so einen Gini-Koeffizient für Ungerechtigkeiten. Der Dating-Markt ist einer der ungerechtesten, die es überhaupt nur gibt. Und woran liegt das? Ja, dass eben Attraktivitäten unterschiedlich verteilt sind und natürlich gibt es besonders attraktive Menschen, auch vom Verhalten attraktiv und die könnte man Alphas nennen. Also es ist auch das, ich meine, vielleicht meinst du das jetzt so biologisch, aber also wie sie das sagt, kann ich auch überhaupt nicht. Beim männlichen Anführer, diesen einen Alpha in einem Wolfsrudel. Ja, aber wie gesagt, biologisch hat sie da recht. Gibt's nicht. Ne? Gibt's alles nicht. Und das kann man beweisen. Das kann man ganz einfach beweisen. Gehe ich mit dir? Ich will niemandem die Erfahrung absprechen, ich möchte niemandem den Glauben absprechen. Ich bin wirklich, wirklich aus tiefster Seele der Meinung, alle können glauben, was sie wollen, alle können leben, wie sie wollen. Nee, eben nicht. Okay, was sie jetzt in tiefster Seele glaubt, also sie sagt, ihre Meinung ist ja auch total in Ordnung. Ich sage meine Meinung. Alle sollten leben dürfen, wie sie wollen. Aber wenn du dich dazu entscheidest, einfach weil du das möchtest, dann verkauf es doch bitte nicht als die einzige ultimative und richtige Lösung und dann auch noch vielleicht als Lösung für deine Ehe. Also wie gesagt, den Paartherapeuten möchte ich finden in Deutschland.
der einem sagt, Polarität ist dein Hauptproblem in deiner Beziehung. Es wäre großartig, wenn das so wäre. Aber selbst ich würde das nicht sagen, es ist eins von diesen Big Five Problemen, mit denen Paare in die Paartherapie kommen, neben dann noch Kommunikationsprobleme, was weiß ich, Bindungsunterschiede, Attacke-Rückzugsmodus, Polaritätsthema ist. Also ich finde, es sollte viel öfter in Paartherapie angesprochen werden, weil ohne Polarität kannst du so viel an der Kommunikation arbeiten, wie du willst, wird fucking nichts bringen. Es wäre großartig, wenn es so wäre, dass das, wenn du in der Paartherapie-Praxis gehen würdest, wenn das Haupt, oder muss ja gar nicht ein Hauptthema sein, wenn es mal abgefragt wird. Aber es ist ja gar nicht so. Ich weiß nicht, was für Markt sie sich da bewegt. Der Markt ist nicht so, ne? Probleme on top, QVC-Sendeformat. Hey, ich kann dir helfen, deine Tiefs. Ich finde ja toll, dass ihr sowas gefunden habt, aber wo gibt's das denn? Also in Medien, in Streamingdiensten findet man ja nur das Woke. Also wo gibt's das denn? Also wo sieht sie das? Also ich finde das auch auf amerikanischen Kanälen. Und wenn sie das alles zu sehen kriegt, dann muss sie das ja auch irgendwie interessieren, gewaltig, sonst würde man das ja gar nicht ausgespielt kriegen. Also ich würde mich ja freuen, wenn das jetzt, scheinbar hat sie den Eindruck, das nimmt zu, also großartig. Aber komisch, bei meiner Bubble ist das noch nicht so angekommen. Sitzen Probleme zu lösen, vielleicht daher kommen, dass du deinen Mann nicht richtig liebst, weil du bist zu sehr in deiner männlichen Energie und der kann ja gar nicht die Wäsche ausräumen oder seinen Arsch im Haushalt bewegen. Boah, das ist echt. Also natürlich ist das scheiße, wenn einer den Haushalt machen muss, und da keinen Bock drauf hat, klar. Männliche Energie heißt aber nicht, also für einen Mann, Männer mögen meistens Frauen, wenn sie in einer weiblichen Energie sind. Zumindest, wie gesagt, im Dating-Bereich so, ne? Das muss ja auch nicht 24/7 sein. Und eine Frau in der männlichen Energie ist eben dominant und laut und herrisch und ja, weiß nicht, welcher Mann das mag, keine Ahnung. Aber es geht ja nicht darum, es geht darum, wie kommt man so als Liebespaar zurecht. Und natürlich darf auch der Mann die Geschirrmaschine aufräumen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Weil du machst es ja schon. Dann kann er ja gar nicht, der Arme. What? Das, wie gesagt, das hat eigentlich, also so wüsste ich nicht, dass man das, ich habe das noch nie so angesprochen in irgendeiner Paartherapie. Also da geht es um andere Sachen, ne? Also man ist genervt davon, wenn der Partner in der falschen Polarität ist über einen langen Zeitraum, weil einem das beim Dating stört, ne? Man will ja auch in einer Beziehung noch daten. Und sie bricht es jetzt wieder immer die gleiche Story, immer wieder. Das ist wirklich so outdated. Nichts anderes, außer alte Rollenverteilung, ein bisschen neu verpackt. Nur ein neuer Anstrich, komm, wir streichen darüber, das merkt er. Also für mich ist das, dieses Woke ist für mich alt. Also wirklich, das ist, und wenn die Gen Z das auflösen würde, merkt keiner. Doch, man merkt, aber eben nicht alle, denn es boomt. Es boomt so sehr, wenn man googelt, weibliche, männliche Energie, es kommt so viel, das ist das gleiche wie Astrologie, da kann man dran glauben, man kann es auch lassen. Nein, es ist nicht das. Also, es ist natürlich, es gibt, also, wie gesagt, es gibt da sicherlich auch ein psychologisches Konzept drüber, was sicherlich nicht in allen Aspekten bewiesen ist, aber das jetzt mit Astrologie zu vergleichen, wie gesagt, wenn es tonnenweise Studien gibt, das Sexualhormonverhalten verändern, das mit Astrologie zu vergleichen, ist schon echt ein dickes Ding. Ich persönlich glaube nicht daran, dass der Merkur im Mediamarkt ist und ich deswegen diese und jene Stimmungsschwankung habe. Und ich denke auch nicht, dass dein Ex toxisch ist und dich gegaslightet hat, weil er Skorpion ist, sondern weil er ein Arsch ist. Glaub daran, bitte, mach. Ja, es sind natürlich immer nur die Männer. Ne? Also, ich meine, sie bedient ja wahrscheinlich auch ihre Bubble, die alle nur mit Narzissten zusammen waren, immer die bösen Männer und. Das ist halt ein Content, der super gut funktioniert. Das macht das. Aber erzähl doch nicht anderen, dass sie sich einmal einen neuen Partner suchen müssen, der dann Fische ist, weil dann wird's besser. Oder erklär doch nicht abusive behavior mit, ja, der ist halt Skorpion. Momentan hat der Venus halt PMS und deswegen dauert das ein bisschen, bis er sich... PMS? Gibt's doch auch nicht, oder? Ja, eigentlich. Was laberst du? Ist mir wirklich wichtig. Glaub, was ihr wollt. Man macht keinen Scan damit. Bitte reframe patriarchale Genderstrukturen nicht als das neue Ding und Lösung für all deine Probleme. Herzlich willkommen, Leute. Alles klar. Gut, ist Ihre Meinung. Gesagt, ich habe es jetzt natürlich ein bisschen salty kommentiert hier, aber ich respektiere natürlich andere Meinungen. Schaut euch gerne mal Ihren Kanal an, wenn euch das interessiert. Also die Seite der Medaille. Und was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Seid friedlich und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.